Hallo ihr Lieben! Herzlich willkommen bei Kulturblick TV trifft Cats. Ich glaube, dieser Song hat die Berührung, die es braucht an diesem Schluss, dass diese Katze, die ich spiele, um nochmal ihr ganzes Leben also erzählt, sagt, wie sie sich fühlt, ja, wie, was sie erlebt hat. Und dass sie im Grunde genommen, das ist ihre letzte Chance. Also es ist wirklich die letzte Chance, einmal allen Katzen auch zu sagen, was los ist, ja, und wie es ihr geht. Und das bedeutet natürlich, dass es sehr, sehr emotional ist. Und das, vor allem ist meine Aufgabe in die Berührung, die Menschen damit zu berühren und ihnen die Chance auch zu geben, zu verstehen zu können, warum sich diese Katze so fühlt, ja. Ausgebrannte Wirklichkeit von kaltem Rauch umgeben. Ja, das Geheimnis an diesem ganzen Stück ist es, dass es anhand dieses Kinderbuchs verfasst worden ist von Eliot, ja, und dass dann natürlich auch in der Dramaturgie, wie in jedem Stück, wenn man etwas braucht, auch Abwechslung. Sonne, die durch grünes Laubfeld Gleichnis für die Wahrheit. Die Erinnerung, die die Nacht gehörte, verblasst im Licht. Das eine. Das andere, dass das nicht von vornherein vorgesehen war als Musical, sondern zuerst hat er ja, glaube ich, nur die Gedichte vertont, der Andrew Lloyd Webber. Und die kamen dann nach und nach, kamen sie eigentlich auf die Idee, ein Musical daraus zu machen. Nun muss ich sagen, von meinen Eindrücken her, das kreative Team, also die Gillian Lynn und Trevor Nunn und so weiter, haben das ja in eine Form gebracht, die eben zu diesem Zeitpunkt einmalig war und vielleicht bis zum heutigen Tag geblieben ist.